Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play SteamWorld Dig 2. Ich war ja mega der Fan von dem ersten Teil gewesen, SteamWorld Dig, und ja, ich freue mich, dass es davon auf jeden Fall eine Fortsetzung gibt, weil das Spiel war schon wirklich, wirklich mega geil, muss ich sagen. Und ja, es ist gekommen. Der zweite Teil, der ist allerdings schon eine ganze Weile auf Steam, glaube ich. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Abenteuer. Ich habe gerade ein bisschen Einstellungen und so weiter angepasst. Welche Schwierigkeit bevorzugst du? Die Einstellung kann jederzeit geändert werden. Wir nehmen natürlich normal. Einfach ist ja viel zu einfach. Und normal gibt es anscheinend dann auch nur. Gibt bestimmt danach noch ein New Game mit schwer. Rusty ist vermisst. Ruhiger Typ. Höhe ein Block. Und kontaktiere Dorothy McCrank. Und sie ist wohl auf der Suche nach Rusty. Oh, Rusty. Wo bist du nur hin? Achso. Okay, mit Maus brauche ich anscheinend gar nicht spielen. So, ich teste mich. Okay, mit A kann ich meine Spitzhacke raushauen. Mit Leer kann ich tastisch, kann ich springen, klar, logisch. Oh, und da kann man wieder hochjumpen. Gut. Tumbletown ist links und Miners Wanted rechts, glaube ich. Minenarbeiter gesucht. Macht im Osten von El Machino weiter und fördert eure eigene Zukunft zutage. Ups. Okay, nun ging auch wunderbar. Ach, ich liebe das. Wie komme ich jetzt allerdings nicht mehr zurück? Wenn ich einmal hier runterspringe, außer ich habe irgendwann einen Double Jump. Gut. Autsch! Wir wollen, dürfen wohl noch nicht in die Stadt. Mist, oh mein Gott! Meine Lampe ist kaputt! Wow! Was ist das für ein Ort? Ich muss ihn erkunden, um einen anderen Weg herauszufinden. Okay. Alles mal kaputt machen hier. Oh Gott. War komplett nach unten gejumpt. Möchte ich das schon? Ich glaube nicht. Okay, kann man nicht mehr deaktivieren. Oh, oben links habe ich meine HP. Hab wohl schon etwas verloren. Und da ist mein Leben wieder voll aufgefüllt. Und das dachte ich mir nämlich, dann komme ich nicht mehr zurück. Ist ja auch doof. Das war aber links genauso. Hier ist ja auch ein Button gewesen. Wobei. Okay. Die wollen mich töten, eindeutig. Regenerieren sich wieder die Dinger. Das ist nur zum Aufladen, glaube ich. Das ist jetzt kein extra Herz oder so.
Ja, die braucht leider ein bisschen länger. Können die nicht aber auch mal Edelsteine drin sein? Weiß ich gar nicht. Deswegen hacke ich einfach mal alles auf. Bam! Das spart mir ein bisschen die Arbeit. Okay, gern gedrückt halten. Soll ich wirklich alles kaputt machen? Ich weiß es gar nicht. Sieht jetzt nicht so danach aus, als ob es hier irgendwas gibt. Ich laufe einfach mal nach unten. Erstmal. Ein Schatz, ein Verbesserungsrädchen. Okay, also gerade so an den Wänden sollte man ein bisschen nachgucken. Es gibt hier kleine Secrets. Ah, ich weiß nicht, ob man auch da drin kleine Secrets sein können. Deswegen der Vollständigkeit halber. Sollte man es eigentlich kaputt machen. Oh Gott. Aber mehr als links sehe ich das ja gerade gar nicht. Keine weiteren Dinger hier. Oh Gott. Ja, wo soll man hier lang, ne? Sprinthydraulik bekommen. Left Shift gedrückt halten zum Rennen. Ah ja, okay, man kann jetzt also sprinten. Rennen und springen, na gut, das dachte ich mir ja schon. Ha! Ausgetrickst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. So, jetzt kann ich hier da hinten hin. Okay, wunderbar. Clever. Ich komme sogar wieder hier hoch. Oder auch nicht. Ja, wir haben erstmal hier noch was zum Erkunden. Hier da oben geht's nicht lang. So, da komme ich auch nicht so richtig lang. Vielleicht kann man. Okay, der Sprint geht weiter. Gut zu wissen. Oh, prächtiges Licht der Führung. Badet mich in eurem Licht. Ja, habe die Ehre, dich in meiner vernichtenden Glut zu sonnen.
Oh, seid gesegnet. Die Glückseligkeit erwartet mich. Elektrisiert. Ein Schuss. Mal langsam, was zum Henker geht hier vor sich? Spitze, noch ein Pilger. Aber ich bin ke... Mach dich bereit, abgeknallt zu werden. Piu, piu. Oh, cool. Darf ich dir mal helfen? Okay, jetzt kann er... Clever. Okay, ist überall nur Leben. Ja, hätte ich jetzt nicht mitnehmen sollen. Wir gucken mal. Wahrscheinlich kann man hier irgendwie angreifen. Au. das wird aber böse. Oh Gott. Ich wollte ein bisschen rüberjumpen. Schädigt er mich? Ne, tut er nicht. Der wirft mich einfach wohin. Gut, wie mache ich das am besten? Hier kann ich mich jederzeit verstecken mit den Dingern. Achso, ich guck mal, ich muss hier rennen. Bam, 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 bam! Kaputt! Haut auf! Hey, ich war gerade auf und dran, dich abzufackeln, du irrer Kultist! Ich habe ja versucht, dir klarzumachen. Ich bin kein Kultist. Echt? Ihr Bot sieht für mich alle gleich aus. Du siehst wie ein Waldgeist aus Vectron aus. Wie ist das möglich? Mein Freund Rusty hat Vectron zerstört, bevor er verschwand. Dieser Kult Stahlmädchen steckte mich hier rein, um mich anzubeten. Sie wollten, dass ich sie abknalle. Das kann ich aber nicht ohne mein cooles Totem. Also, was werden wir jetzt tun? Nun, ich gehe hoch zur großen Stadt. Man sagte mir, dass Rusty dort gesehen wurde. Zur Stadt, sagst du? Okay, wenn du darauf bestehst, kann ich natürlich mit dir mitgehen. Hey, was machst du da? Raus aus meinem Ofen! Und was hier total gelangweilt... Und was? Hier total gelangweilt und einsam rumschweben? Dein Ofen ist so schön warm und behaglich. Und es macht Spaß, dich zu nerven. Hey. Verdammt, für etwas habe ich ja keine Zeit. Ich muss hier raus. Hey, hey, hört sich an, als könntest du doch ein wenig Hilfe gebrauchen. Ich habe dieses Gebiet bereits gescannt und ich glaube, ich kann dich meine Karte verwenden lassen. Verschwinden wir von hier. Heje, na gut, dann komm. So, da ist die Karte. Was ist denn, wenn ich hier... So, Karte mit Esk. Ich habe null Money. Achso, da oben soll ich hin. Ja, ja, okay. Dorothy, Tür, Röhre, Höhle, Höhle erledigt. Tempel der Führung, Geheimnisse 5%. Ressourcen, freier Rucksackplatz, 3 Plätze habe ich gerade nur frei. Rädchenmodus, kaputte Lampe bei der Werkbank für 6 Dollar verbessern. Ach, Rädchen Mods, nicht Modus. Hier, Karte zeigt dir an, wo du schon warst und wohin die Reise geht. Kartenmarkierung zeigt Markierungen, Pfeil und X auf deiner Karte sind dein Questchen. Wenn du es vorziehst, um Hilfe zu erkunden, kannst du diese Rädchenmodus deaktivieren. Besuche die Werkbank zum Entfernen. Sprinthydro. Ah ja, okay. Artefakte. Selbstzerstörung. Wie kann man speichern? Ich bin ja mal so ein... Kennt er ja, ne? Speichern. Speichern wollen. Ah ja. Nö. Durch die Tür gehen. Okay, es gibt immer die Checkpoints. So sieht es also an der Oberfläche aus. Ganz schön hell. Hey, eine tolle Karte hast du da. Könntest du damit jemanden lokalisieren? Keine Chance.
Du erinnerst mich an diesen fiesen Waldgeist aus den Geschichten meines Vaters über das alte Land. Ich werde dich einfach Fan nennen. Ich bin Dorothy, aber meine Freundin nennt mich Dot. Meinetwegen, ich verzieh mich wieder in deinen Ofen. Weck mich, wenn etwas Spannendes passiert. Guck mal, aber kann ich nicht hacken, da oben? Escape, so. Westwüste, Geheimnisse 0%. Ja, da haben wir wieder eine Kiste. Aber ich kann halt nichts abballern oder so. Ich kann hier nur... Da fehlt noch ziemlich viel, um das machen zu können. Kakteen, die wird wahrscheinlich mehr Schaden zufügen. Ich teste es einfach. Ja, wobei eigentlich... Eigentlich muss ich es nicht testen, weil ich es weiß. Oh, okay, kann man kaputt machen. Okay. Jo, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause. In der nächsten Folge von SteamWorld Deck 2 geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.